Moin aus dem Camper und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Holland unterwegs und zwar in Renesse, Campingplatz International. Gerade angekommen, haben soweit schon mal ein bisschen was aufgebaut und das Besondere ist, wir treffen uns hier mit den Waldhelden, mit Udo und Christina. Die sind allerdings noch unterwegs, die stecken gerade wahrscheinlich noch im Stau, genauso wie wir auch. Vorher. Ja, wir sind echt überhaupt nicht gut durchgekommen. Aber egal, jetzt sind wir da und sind mal gespannt, wann die beiden kommen. Beziehungsweise die drei, die sind ja auch mit Hund, quasi in gleicher Konstellation wie wir. Und ja, wir trinken jetzt erstmal gemütlich ein Bierchen. Die Niki hat da schon mal was vorbereitet. Das sieht sehr gut aus. Ja, Wetter passt, würde ich sagen. Ne? Draußen 30, drin 33. Mega. Da kann ich den Udo ja gleich mal nach der Sturmsicherung fragen. Ne? Mhm. Wir haben so ein tolles System. Ich glaube, genau das war der Grund, ja, genau. Warum der sich da neue... Das ist echt so ein bisschen Comedy, was du da machst. Ja, oder? Ja. Mache ich aber alles extra. Ja. Mhm. So, fertig aufgebaut. Ja, wir sind hier ein Wochenende von Freitag bis Sonntag. Camping International, hier waren wir eigentlich noch nie. Ein Stückchen weiter in die Richtung, Siose Küst. Wir sind da direkt hier an der Düne. Ich glaube so 200 Meter zum Strand oder was. Gucken uns gleich mal so ein bisschen um. Schauen, was der Campingplatz so zu bieten hat. Ich Sanitärhäuschen, ich glaube, das soll eigentlich alles ganz schick sein. Parzelle bisher, was sagst du? Tipptopp. Tipptopp. Auch ganz cool, ist so ein Teil befestigt mit Pflaster, wo man eigentlich ja, nicht direkt gerade steht. Wir mussten die Keile schon drunter packen. Zumindest steht man fest und in einer Richtung schief, sage ich mal. Mussten die vorne halt drunter packen, die Keile. Und wir haben direkt hier in der Ecke quasi zwei Parzellen. Da kommen die Waldhelden hin und bauen sich da auf. Hier stehen wir, genau. Sind wir hier schön im Eck. Hallöchen! Nach einer ordentlichen Begrüßung und Beschnupperung erkunden wir erstmal den Campingplatz. Die Sanitäranlagen sind absolut okay und sehr sauber. Man hat Fähr- und Entsorgung direkt auf dem Platz und es gibt zwei Bereiche, auf denen Wohnmobile stehen können. Wir hatten die Parzelle Nummer 3 und 4. Etwas nervig war diese riesen Müllpresse in direkter Nachbarschaft, aber zum Glück wurde diese nur tagsüber betrieben. Ansonsten bietet der Platz für knapp 50 Euro die Nacht echt viel. Fitnessgeräte, Spielplatz, Bar und einen kleinen Supermarkt. Vielen Dank. Relativ teuren Platz wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, was das hier kostet, ja. Aber... Hallo? Henry, was sagst du denn dazu? Gefällt dir der Platz? Ja? Geht gleich so weit von ab. Wir machen jetzt erstmal eine Fahrradtour. Und ich filme jetzt noch mal eben die Spanngurte vom Udo ab. Das ist der Spanngurt. Das ist die Technik vom Herrn Lehmann. Hey, so wird das also gemacht. Hey, mega diese Dinger. Die müssen wir direkt bestellen. Voll die Fachgespräche. Jetzt schwingen wir uns erstmal auf die Räder und erkunden die umliegende Dünenlandschaft. Fahrradfahren kann man in Renesse und Umgebung sehr gut. Alles ist bestens mit Radwegen ausgebaut.
In Burg Hamstede machen wir einen kurzen Shooting-Zwischenstopp und nehmen noch ein Cappuccino mit. Zu einem Cappuccino to go. Da sagen wir nicht no. Seid verscheuert. Ja, egal. Und die Christine hat noch eine Zimtschnecke bekommen. Ich teile aber auch mit euch. Heißt ja wohl der absolute Wahnsinn. Boah, das war sau heiß, ja, oder? Ja, deswegen müssen wir noch warten. Alter Schwede, ey. Aber wenn er der Beste ist, ne? Komm hier, reiß dir ab. Wahnsinn, was der Udo da Feines gekocht hat. Das sieht aber sehr gut aus. Kleinen Snack, ne? Nach dem Zuckerschock geht's erstmal an den Strand. Sonne tanken und ein bisschen abkühlen. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Wir müssen sofort zurück zum Campingplatz. Es soll ein riesen Unwetter kommen. Ja gut, die Waldhelden überlegen schon abzureisen. Also das wird wirklich krass. Und Niki ist auch schon weg. Ich sehe sie schon gar nicht mehr. Auch Tito ist in Sorge. Tito ist wirklich sehr in Sorge. Ja. Naja gut, also so schlimm war es dann doch nicht, wie die Wetter-App behauptet hat. Also eigentlich hat es noch niemals geregnet. Umso besser. Dann kann die Grill-Action ja starten. Mega Scotty Grillstation ist am Start. Sieht aber sehr gut aus. Wir haben ja noch super viel drin, ne? Und Niki, wie war das Unwetter? Nicht so unwetterig. Wir haben es überlebt, ne? Ja. Wir haben das Unwetter überlebt. Also so schlimm war es wirklich nicht. Ich glaube, ich habe 4 Tropfen abbekommen. Hat sich komplett aufgelöst. Sehr gut, so soll es sein. Der letzte Tag ist angebrochen. Und nachdem wir alles gepackt haben, machen wir uns auf zum Grevelingen Meer. Udo hat uns eine tolle Wanderroute rausgesucht. Udo, checkst du schon mal die Route? Camping International, das war's. Jetzt fahren wir wieder zurück. Noch mal einen kurzen Zwischenstopp am Grevelingen Meer. Die Waldhelden fahren vor. Südlich von Outdorp liegt das Grevelingen Meer. Hier haben wir noch eine Wandertour gemacht mit anschließender Bunkertour. Der Bunkerkomplex wurde von den Deutschen zur Verteidigung gegen eine mögliche Invasion vom Meer angelegt. Nach dem Krieg verschwanden die meisten Bunker unter dem Sand. Eine Gruppe Freiwilliger grub den Komplex vor einigen Jahren aus. Heute führt ein ca. 1 Kilometer langer Weg an den verschiedenen Bunkern entlang. Ich glaube, wieder trocken hier. Das war's mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Bis bald. Alle Kameras sind so. Oh, mit Shirt. Die große nehme ich nicht mit. Aber hier die 5 kleinen und die kleine. Ich muss mal eben den Udo filmen, wie der fotografiert. Ja. Bei der Arbeit. So gut sieht das jetzt eigentlich auch nicht. Was ist das denn hier? Vögelfutter? Muss man da Vögel reinstecken und dann kann man sich da was nehmen. Ach, jetzt? Nee. Achso, nee, warte. Normal? Udo hat es gerade zu. Du hast abgeschlossen. Genug gedrückt. Ah. I've been looking.